Herzlich willkommen, liebe Pyro-Freunde, hier zum neuen Video. Heute möchte ich euch mal das Jawohl-Feuerwerksprospekt vorstellen für Silvester 2014-2015. Ich hoffe, ich kann euch mit den Videos ein paar Entscheidungen abnehmen oder vielleicht auch ein paar Kauftipps geben. Nochmal kurz gesagt, vielleicht kenne ich alle von euch den Laden Jawohl. Ist ein Laden, der eher in Norddeutschland verbreitet ist und ich glaube auch in Westdeutschland, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat Jawohl letztes Jahr ein super Feuerwerksangebot. Dieses Jahr ist es auch nicht schlecht, aber das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Auf der ersten Seite haben wir erstmal nichts mit Silvester, außer hier unten. Hier unten finden wir raus, dass hier wirklich was mit Feuerwerk drin ist in diesem Prospekt. Hier haben wir nämlich schon einmal zwei Artikel. Und zwar einmal ein Raketensortiment, das Raketenzentrum Rocket World. Kann man leider nicht erkennen, von welcher Marke dies ist. Und dann haben wir hier unten noch einmal die Saturn-Missiles von Panda, 25 Schuss, 5-Batterie, die ist auch sehr bekannt. Also nochmal kurz dazu gesagt, Jawohl hat dies Jahr auch wieder Lessie im Angebot, das werdet ihr gleich sehen, aber das finde ich wieder super, dass auch endlich mal ein Laden wieder da ist, der Lessie anbietet. So, dann schauen wir jetzt mal in das Prospekt hinein. So, hier ist dann der wichtigste Teil in diesem Prospekt, na klar, das Feuerwerksangebot. So, wo fangen wir an? Am besten hier oben links. Hier haben wir einmal die Mystic Castle. Batterie von Weco, 41 Schuss, das ist eine sehr bekannte Batterie. Gab es damals ja auch ziemlich oft bei Lidl, also einige Jahre bei Lidl. 4,99 ist ein guter Preis, ist in anderen Shops oft viel teurer. Darunter haben wir die Profiline 900 von Nico Feuerwerk, ist ein Verbund. Bin ich nicht so der Fan von, aber wer es mag, kann es ja mal anschauen. Ich habe es mir jetzt auch persönlich gar nicht angeschaut, weil 40 Euro werde ich dafür nicht ausgeben, das weiß ich jetzt schon. Da kaufe ich mir lieber mehrere kleinere Batterien. Dann haben wir als nächstes die Dragonfire von Weco. Ist ja auch eine sehr bekannte Batterie, gab es auch lange bei Lidl. 19 Schuss 97 finde ich auch eine super Batterie. Ich mag sie sehr gerne, hatte sie auch schon öfters. Aber hier ist mir so aufgefallen, hat ja wohl einen kleinen Fehler gemacht. Hier steht nämlich Dragonfire, 40-teiliges Mega-Familiensortiment. Und das ist ganz klar kein Familiensortiment, sondern eine Batterie. Das ist leider ein kleiner Fehler hier, aber ist ja nicht so schlimm. Darunter haben wir eine weitere Batterie von Weco, die in so Minja, oder ich denke mal, es wird so ausgesprochen, eine 40-Schuss-Batterie, habe ich mir gerade angeguckt, ein Video davon, finde ich auch sehr schön. Also 16,90 ist ein schon gerechter Preis, wenn man sich das Video mal anguckt dazu. Hier unten links in der Ecke haben wir dann noch das Party Express, also ein kleines Weco-Sortiment mit jeglichen Partyartikeln. Für 7,99, also wer es braucht. Dann haben wir hier oben ein Familiensortiment und zwar das Magellan mit 6 Profi-Raketen. 17,99, was haben wir da alles drin? Wir haben halt die 6 Profi-Raketen, 2 Vögel, ein paar Vulkane, ein paar Fontänen, ein paar Böller. Also ich weiß nicht, ob es die 17,99 lohnt, wenn die Raketen wirklich sehr gut sind, dann denke ich mal, lohnt sich es bestimmt. So, da haben wir jetzt echt zwei echte Leckerbissen hier. Und zwar einmal die Crazer, oder wie sie auch ausgesprochen wird, ist eine super Batterie. Werde ich in Silvester auch in Genuss von kommen, weil ein Kumpel von mir sich die auch bestellt hat. Bin sehr gespannt auf das Teil, also wirklich meine absolute Empfehlung. Geile Batterie. Dann haben wir hier aus der Thundercom-Serie die Extreme Green. Ist auch eine sehr coole Batterie mit Titanium-Blitzknall und grünen Stern mit Crackling. Also auch der Preis geht vollkommen in Ordnung, 24,99. Dann haben wir hier noch ein paar kleine Five-Raketen, die Naughty Screamers. Sind ja auch bekannt, so ähnlich wie die Mini-Five-Raketen von Panda, bloß dass die jetzt hier halt einen Crackling-Aufstieg haben. Also die kann man schon vergleichen mit den McFiff von Nico oder auch des Space Sound-Raketen von Keller. Oder wie sie alle heißen, es gibt ja unzählige Five-Raketen. Dann haben wir hier noch eine weitere Weco-Batterie, allerdings von Helios hier, die Miami. Ist ja auch eine sehr bekannte, ich meine, die gab es auch mal bei Aldi Süd, wenn ich mich nicht recht irre. Genauso wie hier unten die Monte Carlo, die ist ja auch sehr bekannt, auch eine Batterie von Helios. Also die finde ich auch klasse, 3,99. Ist eine schöne Batterie zum Warmschießen. Nochmal zu Miami, ist auch eine sehr coole Batterie, habe ich mir auch gerade angeguckt, also 7,99 geht auch klar. Dann haben wir hier
Eine Neuheit 2014 von Leslie, die Mixed Emotions. Ist eine Batterie mit vielen unterschiedlichen Effekten, wer drauf steht. Ist auf jeden Fall die richtige Batterie für den. Also wir haben Fisch-Effekte, wir haben Crackling, wir haben manchmal lauten Zerleger dabei. Also ich finde es auch ganz cool. Bloß 99, weiß ich nicht. Brenndauer ist auch nicht ganz so lange. Naja. Dann geht's hier weiter mit der Bumblebee Woodpecker. Ich glaube, das ist. Die Batterie kenne ich jetzt gar nicht. Ich kenne zwar die Bumblebee, aber als Woodpecker nicht. Rote und grüne Perlenbouquet, immer in 6er-Salven geschossen. Gucke ich mir auch gleich nochmal das Video an, habe ich jetzt ganz vergessen. Könnte ja ziemlich cool sein. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Dann haben wir hier nochmal die Monte Carlo, wie gerade schon gesagt. Gute Batterie. Dann weitere letzte Batterie, die böse Nachbarin. Ich hatte letztes Jahr die böse Schwester. Die Batterie fand ich sehr gut. Also ich denke mal, die böse Nachbarin wird auch ähnlich gut sein. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für 3,99 hier. Dann die Hellraiser, 100 Schuss Heulbatterie. Muss ich glaube nicht viel zu sagen. Jeder weiß, was eine Heulbatterie ist. So, dann kommen wir zu meinem Lieblingsangebot hier bei... Jawohl, wie auch schon im letzten Jahr haben wir zum Glück wieder das Thunderkong Powerpack dabei. Das werde ich mir auf jeden Fall holen. Mit den ganzen Thunderkong Bombenrohren, Whistling, Shocker, Double Demolition und Max. Und noch 4 Headbanger-Raketen. Sehr geiles Set. War ich letztes Jahr begeistert von. Dann haben wir hier unter eine 300 Schuss 5-Batterie. Also nochmal etwas größer als die Hellraiser hier unten von Weco. Die Fast Forward von Leslie für 8,99. Ich meine nur... Ich bin nicht so der große Fan von so riesen 5-Batterien, aber einige mögen es bestimmt recht gerne. Dann haben wir das Thunder Bullpack hier, ist dies Jahr auch neu dabei, finde ich auch sehr cool. Sind halt 32 mal das Thundercom Maxi in so einer großen Packung für 9,99, geht auch voll klar, sind coole Bombenrohre. Dann haben wir noch ein weiteres Sortiment und zwar das Phantasia, allerdings ist hier ein falsches Bild bei, hier ist nämlich das G-Mini, das Phantasia ist ein bisschen kleiner. Hier haben wir nämlich im G-Mini noch durchaus mehr Artikel und das kostet, glaube ich, auch immer so um die 15 bis 18 Euro. Also das Phantasia ist da schon etwas kleiner. Dann noch die böse Oma. Eine 50-Schuss-Cocktailbatterie für 9,99 ist auch cool. Geht recht lange, 40 Sekunden. Also die kann ich, denke ich mal, nehme ich auch einmal mit. Muss ich nochmal sehen. Dann haben wir hier noch einmal die Daylight 36-Schuss-Batterie von Weco. Habe ich mir jetzt gar nicht genau angeguckt, weiß ich, kann jetzt nicht viel zu sagen. Müsste mir nochmal angucken. Dann haben wir hier noch ein so Familiensortiment, das Aquarius für 97,97. Schade, dass man hier nicht alles erkennt, was da drin ist. Hier ist nämlich nur das halbe Sortiment abgebildet. Dann haben wir römische Lichter. 10er-Packung mit 12 Schuss für 2,99. Geht klar der Preis, auf jeden Fall immer dabei. Und dann haben wir noch diese riesen römischen Lichter von Leslie hier mit bunten Leuchtkugeln. Das sind ja wirklich, sondern wirklich richtig große römische Lichter sein. Brenndauer ca. 100 bis 120 Sekunden. Sind, glaube ich, auch nicht schlecht. Und hier unten haben wir dann noch zum Schluss etwas Jugendfeuerwerk. Da gehe ich aber nicht genauer drauf ein. Ja, zum Abschluss haben wir gesagt, was mich ein bisschen wundert, dass Leslie wirklich gar keine Knallkörper hier abgebildet hat. Ich denke mal, da werden noch welche im Laden sein. Und sowieso im Laden bei Jawohl war es letztes Jahr genauso, dass sie da noch ein viel größeres Angebot haben. Also man weiß nie, was einen da noch erwartet. Auf jeden Fall hat Jawohl wieder ein paar schöne Sachen dabei. Freut mich, dass wieder Leslie dabei sind. Wirklich wieder eine schöne große Markenauswahl. So, das war's. Ich hoffe, euch hat die Prospektvorstellung gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.